So, jetzt sind wir soweit fertig. Hallo Freunde, heute machen wir für unsere geliebten Frauen mal ein Survival Food, und zwar einen super guten Nachtisch, der immer gut ankommt, und zwar Apfeltiramisu. Dann legen wir mal los. Als erstes benötigt ihr Biscuits und eine Form, und die Form legt ihr jetzt mit den Biscuits aus. Als nächstes beträufelt ihr die Biscuits mit so einem Amaretto-Likör. Der passt am besten dazu. Was ihr dann braucht, ist ein Glas mit Apfelmus. Das kommt jetzt da drüber. Als nächstes das Apfelmus schön gleichmäßig verstreichen, dass das auch zwischen die Biscuits kommt. So, jetzt sind wir mit der Grundlage fertig. Weiter geht's mit einem Becher Schmand. Als nächstes kommt da rein 250 Gramm Speisequark, ein Päckchen Vanillezucker. Dann brauchen wir 3 Esslöffel Zucker, 1 Esslöffel Milch, was wir jetzt noch brauchen, ist Schlagsahne. Dann die Schlagsahne aufschlagen und die steif geschlagene Schlagsahne jetzt zum Schmand und Quark dazugeben. Als nächstes Schmand, Schlagsahne und Quark nochmal vermengen. Als nächstes tragt ihr jetzt die Masse hier auf das Apfelmus auf. Das Ganze vorsichtig oben schön verstreichen. Und als letztes, als Finish, streuen wir jetzt noch Cava drauf. So, jetzt sind wir soweit fertig. Jetzt kommt das Ganze in den Kühlschrank. Und da sollte es wenigstens eine Stunde ziehen. Der Vorteil hier von dem Tiramisu ist aber, ihr könnt es auch schon am Vortag vorbereiten für ein Fest am nächsten Tag. Und das kann man jetzt ohne Probleme auch über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen, und umso besser schmeckt es dann. So, jetzt sind wir fertig. Sieht ganz lecker aus. Schmeckt ganz super, also ab in den Kühlschrank.